Anne Heigis. Und wir wollen jetzt in der Hitparade einmal die Zeit 2 Wochen zurückdrehen. Zur Super-Hitparade. Vor 2 Wochen. Ich begrüße auch Sabine, das habe ich eben ganz vergessen, Entschuldigung, die uns ein wenig hilft, denn jetzt wird spannend. Gehst du mal zur Seite, sonst tust du dir weh. Wir wollen ja, dass ihr wieder heil nach Tunis kommt. Gell? Jennifer. Eine einzige Karte, greifst tief rein, pass aber auf, dass du den Arm wieder rauskriegst. Denn das ist so voll, 100.000 Karten, das ist ein schönes Gewicht, greifst mal rein. Eine einzige Karte. Das ist gar nicht so einfach, gell? Mann, guck mal, sie hat eine. Eine. Oh Gott, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir 2 gezogen. Zieh mal eine, ohne zu gucken. Du kannst wahrscheinlich noch gar nicht lesen, gell? Die nehmen wir. Und die tun wir wieder rein. Guck mal. Doch, sie kann doch schon lesen. Also, dies ist der 3. Preis. Ein Suzuki Alto. Und den bekommt, machen wir es nicht zu spannend. Spannend wird es nachher noch. Karl-Heinz Frei. Das ist Kitzingen. In 8710 Kitzingen, Reppendorfer Straße 33. 33, ja. Sabine. Ah, das sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. Der 2. Preis, Lela, gehst du auch mal da rein? Ein Suzuki Swift, ach, das ist ja Hedia, Entschuldigung. Lela, du kommst gleich dran. Guck mal, ist gar nicht so einfach. Eine Karte. Sieh mal, ah! Soll ich dir helfen? Pass auf, jetzt ziehen wir gemeinsam. Die nehmen wir. Auch wieder 2. Zieh mal eine. Eine nur ziehen, gut. Tun wir die auch wieder rein? Kinder. Ah. Inge Schön, das ist schön. 1 Berlin 46. 1 Suzuki Swift. Friedrich-Roder Straße 133. Und jetzt Hedia. Nee, Lela. Hedia, wer hat noch nicht? Du ziehst. Hedia, Lela. Oh, schön zerknittert. Und jetzt möchten Sie gerne wissen, wer hat diesen Suzuki SJ410 JL gewonnen? Und da machen wir es spannend. Ich bedanke mich bei euch dreien, das habt ihr ganz toll gemacht. Gell, kommt gut nach Hause. Peter, bis gleich. Sabine, recht herzlichen Dank. Die Karten hebst du gut auf. Und nun geht's los. Da habe ich mich so drauf gefreut. Steht überhaupt eine Telefonnummer drauf? Aha. Oh. Ja, ich gehe mal davon aus, das ist richtig. Ich mache das jetzt mal. Da steht nämlich keine Vorwahl. Aber in Berlin, das ist 030. Für irgendwas muss es ja gut sein, 13 Hitparaden in Berlin zu machen. Mein Gott, habt ihr eine lange Telefonnummer. Das heißt, die Kontonummer ist. Oh, sieht aus wie eine Telefonnummer. Hm. Das ist ja die falsche Karte. Ja, die habe ich ja schon vorgelesen. Da ist jetzt besetzt. Ich bin aber auch ein Trottel. Ich bin der. Es ist nicht wahr. Das war jetzt mein Fehler. Ich wollte es nicht vorlesen. Ich wollte direkt anrufen. Das haben wir geprobt und geprobt. Und jetzt habe ich es vorgelesen. Jetzt ruft die ganze Verwandtschaft an und sagt, ihr habt ein Auto gewonnen. Also, liebe Carola Schön, Sie haben diesen Jeep gewonnen. Der gehört Ihnen. Und ich hätte es Ihnen gern selbst erzählt, aber ich habe es vermasselt. Ohne Telefon. Nun gut. Aber die Karte von Ihnen, Carola, brauche ich noch und Sie kriegen auch den Jeep. Es ruft natürlich jetzt jeder an, da kann ich Sie gar nicht erreichen. Wir haben Ihnen das nicht nochmal gezeigt, um wirklich auch dem Letzten klarzumachen, was für ein Idiot ich bin, sondern um es aufzulösen, was da passiert war am Ende der Superhitparade vor 2 Wochen. Um das nochmal ganz schnell zu erzählen, wir hatten den 2. Preis gezogen, einen Mittelklassewagen. Ich erinnere mich daran, wirklich, den Namen werde ich nie vergessen, Inge Schön, 1 Berlin 46. Der 1. Preis wurde von einem Kind gezogen, es wurde ordentlich gemischt. Ein anderes Auto und da bin ich ans Telefon und wollte anrufen. Plötzlich las ich Carola Schön, 1 Berlin 46, gleiche Adresse. Und hier sitzen die beiden, Inge und Carola Schön. Unter 100.000 Karten haben wir 2 gezogen, den 1. und den 2. Preis. Und in dieser Familie gibt es seit jedem Tag 2 Autos mehr. Es war eine Riesenüberraschung, glaube ich. Wer von euch beiden hat die Karte geschrieben? Ich. Sie hatten nämlich auch noch, deshalb bin ich durcheinander gekommen, es war nämlich auch noch die gleiche Schrift. Sie haben also für Ihre Tochter und für sich geschrieben. Nochmals ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie mit dem Auto machen. Mit den Autos machen. Ich komme hierzu, wo wir einmal bei der Superhit-Parade sind. Die Platte zur Sendung mit allen Interpreten aus den Hits des Jahres. Falco, Blackfurst, Gigi Anderson, Howard Carpendale, also alle, die dabei waren. Das Ganze, 2 Mark des Verkaufserlöses geht an ein Herz für Kinder.
Haben Sie in der letzten Zeit ein Auto gewonnen irgendwo? Schenke ich Ihnen die Platte. Ihr habt ein Auto, wahrscheinlich auch einen Kassettenrekorder. Ihr kriegt das Ganze noch als Musikkassette. Anja, jetzt möchten wir natürlich mit euch beiden, Herr Oberbürgermeister, ich habe immer Bürgermeister zu ihm gesagt, ich bitte um Entschuldigung. Herr Oberbürgermeister, ich darf Sie nun bitten zu ziehen. Das geht relativ leicht kaputt und Sie ziehen den zweiten Preis, wir lassen ihr den ersten dann. Sie ziehen den zweiten Preis und das zunächst. Und zwar die Reise nach Berlin zur nächsten Sommerhitparade und die wird sein auf dem Wannsee in Berlin. Zwei Personen reisen nach Berlin, Sie dürfen jetzt dort hineinhauen. Nicht gucken. Unten reingreifen, er macht das gut, er hat das schon häufiger gemacht. So. Das sind also die Zuschauer, die richtig getippt haben, die alle sieben Platzierten, die sie eben miterlebt haben, das heißt, einer fehlt ja noch, richtig gesehen haben vorher. Und das ist Richard Faber aus Koblenz. Der kommt zu uns nach Berlin. Anja, und nun du, ich leg das mal hier oben drauf. Nicht hingucken. So, jetzt ist es spannend. Jetzt ist es spannend. Das ist schön. Guckt's euch an. Herr Bürgermeister, Sie sind mein Zeuge. Ja. Den ersten Preis, diesen Wagen hat gewonnen, Richard Faber aus Koblenz. Warum immer ich? Ich erinnere mich an eine Superhitparade. Da hat eine Familie zwei Autos gewonnen. Und nun, aber da freut sich unser Produktionschef. Der fährt mit dem Auto nach Berlin. Da haben wir den Flug gespart. Das ist ein Ding. Haben wir Zeit, ihn anzurufen? Nee, das schaffen wir nicht mehr. Gut. Also, lieber Richard Faber, wir sehen Sie in Berlin. Bringen Sie Ihr Auto mit oder holen Sie sich da ab. Sie kommen zur Sommerhitparade. Ich bin gespannt, wie viele Scheine der Mann abgegeben hat. Der hat zweimal richtig getippt, auf jeden Fall. Sie kommen zur Sommerhitparade mit uns auf den Wannsee und Sie bekommen diesen Wagen. Da hat der liebe Gott ordentlich zugeschlagen. Natürlich, liebe Zuschauer, gibt es auch heute ein Auto zu gewinnen in der Hitparade. Und zwar, Sie wissen ja, die Zuschauer in Niedersachsen und in Rheinland-Pfalz haben die Möglichkeit, mit uns zu spielen. Die Lottoannahmestellen bieten Ihnen den Service an, zu tippen, wer denn in der Hitparade auf welchem Platz liegt. Und 43 haben diesmal in den beiden Bundesländern richtig getippt. Eine kleine Änderung unserer Spielregeln sollte ich Ihnen schnell erzählen. Denn ab sofort, Sie erinnern sich, in der letzten Hitparade, da war es so, da hatten wir, oh, da klingelt das Telefon, das darf eigentlich gar nicht sein, da hatten wir einen Gewinner, der sowohl das Auto wie die Reise für zwei Personen nach Berlin gewonnen hat. Und wir haben uns natürlich für ihn gefreut, aber auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, das ist nicht der Sinn der Sache, denn eigentlich sollen viele die Chance haben zu gewinnen, zumindest alle 43, die jetzt zum Beispiel hier drin sind. Deshalb wird ab sofort von jedem Mitspieler nur noch ein richtiges Los in diese Trommel gesteckt. Also Sie brauchen gar nicht viel mehr auszufüllen, es kommen gar nicht mehr rein. Das Telefon klingelt immer noch, das ist schon der Gewinner. Du bist doch noch gar nicht dran.